Okay, dann können wir nur mit Donnerfaust reden. Swafnir zum Gruße, Kampfgefährte. Ich möchte dich noch etwas fragen. Dann frag. Das haben wir ja beim letzten Mal nicht gemacht. Wie funktioniert der Pakt mit dem Baron genau? Die Zöllner gaben uns Aufschluss über Ladung und Bewaffnung der Schiffe und wir teilten die Beute. Dajin verlangte immer mehr Anteil, nachdem die Weißkutten hier waren. Ja, Kaltensteins Weißkutten. Okay, ich möchte dich noch etwas anderes fragen. Dann frag. Wie hängt Kaltenstein da drin? Die waren geheimnistuerisch, diese Weißkutten. Ich weiß nur, dass sich die Flüsterer in alles eingemischt haben und immer mehr forderten. Wohl auch vom Baron, wie es scheint. Also sind sie die Hauptintriganten. Der Baron ist auch nur eine Puppe. Also eine Marionette, wollte ich sagen. Dann frag. Okay, wen haben wir? Was haben wir da auch? Wie ist das mit Bora abgelaufen? Wir sollten das Schiff kapern, auf dem sie reiste. Aber das war keine Gefangennahme. Die Kleine ist freiwillig mitgegangen. Fast so, als wüsste sie genau, was sie erwartet. Irgendein Geheimnis stinkt da zum Himmel. Jupp, alles von Kaltenstein eingefädelt. Und das dann letzte. Frag. Was war das für ein Gerede über den Schiffbruch vorhin, also das mit ihrem Schatz? Mein letztes Abenteuer mit Beorn endete damit, dass mein Drachenschiff auf dem großen Fluss sank. Und der erbeutete Schatz mit ihm. Meine Marus waren meine letzte Erinnerung an die Inseln im Nebel. Oh, das ist wieder so. Das passt genau auch zu Filiason. Der sollte ja auch zur Insel daneben im Nebel. Was sind nun deine Pläne für die Zukunft? Wieder raus aufs Meer, wo die wahren Herausforderungen warten. Es gilt noch viel Ruhm zu erlangen, bevor ich in die heimatlichen Gewässer zurückkehre. Das wohl. Also zurück nach Torwall. Dann frag. Nö. Dann frag. Ups. Die Zöllner gaben uns. Dankeschön. Okay. Das sollte jetzt mal genug sein von Donnerfaust. Jetzt wollen wir uns angucken, was in der Binge los ist. Zur Binge haben wir ja einen Schnellreisepunkt zum Glück. Jupp. Grosso, Rodor Morga Moschrom, Kagirtas Rodos Rivoro, Drax Radosho Girtas. Oh Gott. Ich versuche mal die Übersetzung zu sehen. Finger weg von Morga Moschrom. Was ist daran nicht zu verstehen? Girtas ist eine Gefahr für den ganzen Clan. Und das ist der Prinz. Unser Prinz. Ich habe gehört, dass ihr Girtas geholfen habt. Wisst ihr überhaupt, was ihr getan habt? Kabaskan Draxin. Ja, wissen wir genau. Wir hatten eigentlich versucht, ihn davon abzuhalten, weiterzumachen. Hat es zufällig mit Norgamaschrom zu tun? Ihr wisst Bescheid über Norgamaschrom. Ihr kennt das Gesetz meines Vaters, dass es verboten ist, nach der unheiligen Binge zu suchen. Wir haben nicht danach gesucht. Wir haben nur den Bosniker vertrieben und die Zwerge gerettet. Ja, ich kenne das Gesetz eures Vaters. Aber ich wollte die verscheiterten Zwerge... Das ehrt euch. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Wir müssen Girtas aufhalten, oder es wird etwas Schreckliches passieren. Warum benötigt ihr ausgerechnet meine Hilfe? Ihr kennt euch in der Binge aus und könnt mir die Stelle zeigen, an der Girtas den Durchbruch geplant hat. Ich werde euch mehr berichten, wenn wir in der Binge sind. Ich folge euch, Prinz Arum. Direkt die Quest in der Binge starten. Naja, da wollen wir doch mal rein. Quano haben wir ja jetzt im Gepäck. Gortosha Mortomash, folgt mir! Mögen die Legenden von uns berichten! Ja, wie auch immer. Oh, wir haben ihn sogar in der Gruppe. Das ist meine Überraschung. Also gut, wir verlassen die Binge nicht eher, ehe wir das mit der Wasserpumpe gemacht haben und die Kisten geöffnet haben, die es zu öffnen gilt. Autosave.
Okay, da steht. Das ist die falsche Richtung. Ausruhen können wir uns später. Ganz wie ihr meint. Ist das der Ausgang? Nein, das ist der Ausgang. Da ist der Händler. Um Angroschs Willen hätte ich mich nie auf diese Sache eingelassen. Na, da hast du recht. Warten wir ab, was noch alles passiert. Wenn ich das nur wüsste. Nachdem wir Girtasch gesagt haben, dass wir nicht mehr in die Binge gehen, ist er furchtbar wütend geworden. Kann ich mir vorstellen. Dann kamen ganz plötzlich komische Vettern aus den Bergen herunter, die ich vorher schon das ein oder andere Mal mit Girtasch gesehen hatte. Dunkle Zwerge? Was für Vettern? Die Kerle sind eine verschlagene Bande von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Alles gesuchte Angroschim, ohne Ehre und Anstand. Also dunkle Zwerge. Ich dachte immer, dass sie Girtasch mit irgendetwas aus seiner Vergangenheit unter Druck gesetzt haben. Aber es war wohl genau andersherum. Girtasch hat uns alle belogen und getäuscht. Die Kerle gehorchen ihm aufs Wort. Klingt nicht gut. Ich schaue mir die Sache mal an. Ja, das mache ich wirklich. Jetzt muss ich mich gegen meine eigenen Vettern behaupten. Und ich habe sogar den Prinzen dabei. Oh nee, oh nee. Da bin ich wieder. Bezwinger, Prinzlein, hört mich an. Was will der Bosnickel uns denn jetzt schon wieder sagen? Ich dachte, wir wären nicht los. Du musst der Bosnickel sein, der diese Binge in weiser Voraussicht besetzt hielt, um Fremde vom Hölleneisen fernzuhalten. Oh, der Prinz ist sehr diplomatisch. Ja, da bin ich wohl. Doch welche Pein. Dieses Heldentier hier hat mich verjagt. Ich habe versagt. Heldentier? Naja. Ich könnte mich jetzt... Ja, ich nehme das hier wirklich, weil ich als Zwerg nehme das persönlich. Heldentier, du beleidigst mich schon wieder. Was, jetzt können wir Girtasch aufhalten? Da lacht er nur. Du hast mir deinem Bezwinger zugehorchen und sag mir, wie wir Girtasch aufhalten können. Ihm über den Jordan schicken? Meine Kräfte sind am Ende. Jetzt müsst ihr sorgen für eine Wende. Hat er eigentlich vorher auch immer gereimt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der rede klar und deutlich und soll die Zeit wie weg. Der Bezwinger wünscht. Jetzt redet er wie ein Roboter. Beginne Bericht aus der Binge. Nach der Vertreibung des armen Koboldes Nogu sind Girtasch und seine Männer erneut in die Binge vorgedrungen. Sie haben den Zugang zu der Treuhöhle mit zwergischem Namen Norgamaschtrom geöffnet. Ja. Und sind in die Gänge vorgedrungen. Sie folgen dem Ruf des Hölleneisens. Und ihre Gier nach dem Eisen gipfelte in Bösartigkeit und Hass auf alles Lebendige. Mit letzter Kraft konnte Nogu einen mächtigen Koboldfluch stricken, der sämtliche Tiere und andere Wesen der Tiefe auffordert, gegen die Eindringlinge vorzugehen. Super. Solltet ihr euch entscheiden, die Zwerge aufzuhalten, bevor sie das Erzherz erreichen, wird Nogu euch mit einem Schutzzauber gegen die böse Kraft des Hölleneisens belegen. Erzherz, das klingt ja cool. Damit solltet ihr von jeglichen schädlichen Einflüssen des Hölleneisens verschont bleiben. Das klingt nach bösem Zeug des Namenlosen. Sprecht mich an, wenn ihr starten wollt, um den Schutz zu erhalten. Bericht Ende. Aber Vorsicht! Geht ihr einmal aus der Binge heraus, oh Graus, ist der Schutz verschwunden. Knuff, puff, wuff, puff. Ja, gut. Ja. Ihr wollt tiefer in die Binge? Dann kommt jetzt der Schutz. So seid es. Der Schutz ist auf euch. Vergesst nicht, die Binge darf erst wieder verlassen werden, wenn sie zwergenfrei ist. Und mir bleibt nur ein beherztes Winke-Winke. Na toll. Okay, wir haben Bosnickels Bonus. Magieresistenz plus 20. Elliger, das ist eine hohe Magieresistenz. Und musste er unbedingt auch das Getier hier in der Binge gegen uns aufhetzen? Naja.
Ich glaube, Zauber kann ich mir hier sparen. Außer vielleicht mal ein Balsam auf Vorgrim. Dieser Bosnickel hat nicht nachgedacht. Die Biester unterscheiden nicht zwischen Freund und Feind. Das fällt dir früh auf. Aber gut. Einfach weitergehen. Alles töten, was uns angreift. Und alles angreifen. Nicht alles angreifen, was uns tötet. Obwohl, alles angreifen, was uns töten will. Klingt besser. Nochmal Fledermäuschen. Noch mehr Aas. Asseln. Und die Kopfbedeckung passt irgendwie zu Pyrus. Ja, sieht schick aus. So. Die Fledermäuse sind eigentlich kaum ein Problem. Die sind ja mit einem Schlag kaputt. Aber ich mache trotzdem jetzt mal kurz einen Quicksave. So. Und dann gehen wir weiter. Die Asseln lasse ich mal Asseln sein, weil die Augen brauche ich nicht wirklich. Gab es hier oben noch was außer dem Feuermoos? Oh, das ist mir ein bisschen zu nah rausgesucht. Eine Handwerkskiste. Ist da was Nettes drin? Ulmenholz. Ja. Und Blattgold. Na? Sehr schön. Unsere Lebenspunkte sind ein bisschen angeknabbert, aber das macht nichts. Ah. Es kommen auch noch Riesenskorpione. Okay, Riesenskorpione sagen mir, dass ich sie schnellstens loswerden sollte. Aua, bevor sie uns total vergiften. Aua. Was? Das ist nicht gut für Vorgrim. Okay. Du hast es nicht anders gewollt. Du kriegst einen Kugelblitz. Okay, ja? Feiris. Ach nee, das Gift von Vorgrim ist schon weg. Okay. Ja. Angriff! Okay, Skorpionstachel will ich allerdings haben. Gut. Denn die sind wertvoll. Wird gemacht. Wurfdasselaugen nicht so wirklich. So. Vorgrim angeschlagen, ich ein bisschen angeschlagen. Das ist alles halb so wild. Okay, Gierstars Zwerge. Und auch der Grimmige. Ich hab dir schon mal gesagt. Raus aus der Mine und komm nie wieder. Girtas hat gesagt, ich soll die Mine von lästigem Ungeziefer befreien. Da mach ich doch am besten gleich mit dir weiter. Okay, der ist am Durchdruck. Halte ein, Angroscho. Lass dich nicht vom Ruf des Hölleneisens vernichten. Ob das noch klappt? Haut sie in Stücke! Nein, klappt nicht. Okay, wir haben... Haben wir hier Gegner mit Schrotflinnen? Ach nee, das sind Armbrüste, aber die sehen komisch aus. Okay, das sind... böse Zwerge. Man kann schon mal auf den da drauf schlagen.
Du machst einen Sternwurf.